Herzlich willkommen auf Michaels Welt. Heute Bluebricks, DR Kleinlokomotive, Leistungsgruppe 1, 8W, Spitzname KÖF 1, die Nummer 105221, 295 Teile für 17,95. Ihr kennt das, Form schöner brauner Karton, keine Bauanleitung, keine Bauschritte, Bauschrittunterteilung, aber mal ehrlich, bei 295 Teilen wollen wir doch auch keine Unterteilung, ne? Ein bisschen Spaß wollen wir doch haben. Also, Bluebricks, auf dem Karton steht nun drauf, Download der Anleitung auf, hier Bluebricks, komm. Müsst ihr euch registrieren lassen, das macht man einmal, das Ganze ist kostenlos und dann kann man alle Bauanleitungen, die haben, runterladen, egal ob man da was käuflich erwirbt oder nicht. Ich kann das, wir gucken mal rein, ich zeige euch ein bisschen, was da an Teile sind, dann kloppe ich das Ding mal zusammen, gibt es irgendwo was Besonderes beim Aufbau, zeige ich euch das und ansonsten gibt es ein Resümee am Ende. Kleiner Fun Fact vorweg, ich habe schon mal ein bisschen gelinst in der Bauanleitung. Das Ding lässt sich meiner Meinung nach mit den vorhandenen Klemmbauteilen auf dem Markt leider nicht motorisieren. Nicht nur, dass da keine Akkubox reinpasst, also wie gesagt, mit vorhandenen Teilen geht es nicht. Unmöglich ist mit Sicherheit nichts. Irgendeiner in der Community wird es mit Sicherheit hinkriegen. Schade, eigentlich. Aber was soll's. Ist was Kleines, Süßes und da freue ich mich drauf. So, dort in der Ferne sieht man die Bauanleitung und man sieht die Farben Schwarz, Rot und Trendskier. Und wenn man dann hier mal in die Schüsseln guckt, 8 Tüten waren es übrigens, dann stellt man fest, wir haben Metallachsen, sehr schön. Wir haben die Farben Schwarz und Rot. Ganz klein bisschen Grau, das wird da wohl, weiß ich nicht, wo das ist. Wir werden es rausfinden, wo es ist. Und dort hinten 2 blaue Bricks. Und diese blauen Bricks, ja, und einen grauen, aber diese beiden blauen Bricks lasse ich auch durchgehen. Die werden mit Sicherheit irgendwo drinnen verbaut, wo es keiner sieht. Und warum sind da blaue Bricks? Witzig. Fun Fact, das Ding heißt Blue Bricks. Nee, macht Sinn. Also deswegen bin ich da auch mit einverstanden. Das können wir so machen. Keine Farbseuche, alles schön entspannt. Wir bauen mal zusammen. So, im Bauschritt 3, da sieht man hier das... dieses Teil hier, dass da schon Achse und sowas drin ist, das müsst ihr natürlich selber bauen. Ne? Ihr habt die Achse, 2 Radkränze und dass das zusammengesteckt werden muss und ja, mit der linken Hand da nicht so reinzudrücken ist doch reinzudrücken. Ich sag mal, da muss man nicht extra Bauschritt, das muss man nicht extra erklären. Das kriegt man hin, oben ein bisschen zu eng. Mache ich gleich ein bisschen weiter. Also die Klemmkraft bis jetzt hervorragend. Schwarz auf schwarzen Untergrund habe ich immer so, ich persönlich immer so ein paar Probleme mit, das so zu sehen. Das ist aber in dieser Bauanleitung sehr, sehr gut zu sehen. Gefällt mir. So, die kleine süße KÖF wird tatsächlich in Modulbauweise erstellt. Auch nicht schlecht. Also Bauschritt 15. Das scheint der vordere Teil zu sein. Hinten haben wir Löcher. Das wird also zusammengesteckt nachher und dann irgendwie oben zusammengebaut. Gute Idee, ich persönlich, ihr wisst das, ich stehe total auf Module. Ja, ist doch hübsch. Also es baut sich wirklich sehr, sehr schnell und sehr leicht. Ob man das jetzt so wie ich gerade in den frühen Morgenstunden bei Tageslicht zusammenbauen muss, das weiß ich nicht, muss jeder selber wissen. Also schwarz bei Kunstlicht ist keine angenehme Bauarbeit, zumindest nicht bei mir. Aber sieht gut aus, also mir gefällt es. Und auch, dass man trotz dieser kleinen Größe und dass man es nicht motorisieren kann, Magnete bei hat. Also diese Magnetkupplung ist eine sehr, sehr gute Idee. Weil so könnte man das später mindestens, also indirekt motorisieren geht. Indirekt heißt, man baut einen Waggon, der ist motorisiert. Sehr schön. Na, machen wir in diesem Sinne mal weiter. Bauschritt 27. Wer Adleraugen hat, wird das schneller rausfinden als ich. Ich habe ein bisschen gebraucht. Dieses kleine Teilchen hier, das ist der mit dem kleinen Nupsel, wo gehört der hin, habe ich gedacht. Also man kann es ganz schwer sehen, finde ich zumindest. Aber es gehört, ihr seht, oh, schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Das gehört hier hinten ran. Dort gehört es ran und das Ganze stabilisiert das. Also es ist eine gute Idee, dass das stabilisiert. Aber auf der Bauanleitung, also man muss schon sehr, sehr, sehr genau hingucken. Ups, jetzt hat mein Fokus wieder, spielt da nicht mit. Naja, toll. Man muss schon sehr, sehr genau hingucken, damit man dann sieht, dass das da irgendwie hinkommt.
vielleicht einen kleinen Pfeil in der Bauanleitung mit dem Teil denn da irgendwie so ran, keine Ahnung. Oder man sagt sich, wir sind Bluebricks, derjenige, der das zusammenklöppelt, der hat ein bisschen Ahnung vom Bauen. Sei es drum. Also, für die, die ein bisschen länger suchen müssen, die haben jetzt einen kleinen Hinweis bekommen, wo könnte man das Teilchen finden. Ansonsten trotzdem bis jetzt Bauanleitung, Menge los. Da ist immer dieser Drehpfeil, um wenn man mal irgendwas hin und her drehen muss. Also super gemacht. Also man soll den Tag nicht vor den Abend loben, aber Bluebricks, die haben einen gewaltigen Entwicklungssprung im letzten Jahr gemacht. Also es ist ein echt super Verein geworden. Gefällt mir echt gut. Und 8 Noppenbreite ist sowieso mein Baumaßstab mittlerweile geworden. Ich fand ja die 6 Noppenbreiten Loks von Bluebricks schon sehr, sehr gut. Aber ich stelle jetzt nach und nach, immer wenn was 8 Noppenbreit kommt, kommt das her. Und dafür geht ein 6 Noppenbreites aus dem Regal raus, weil die sehen echt klasse aus. Ich habe ja eben diese runden Dinger mit dem Nupsel drauf erklärt, wo die hingehören. Spätestens im Bauschritt 31 ist klar, wo die hingehören, da kann man es ganz deutlich sehen. Im Bauschritt 33 wird der vordere mit dem hinteren Bereich zusammengebaut. Das mache ich gleich, aber da brauche ich beide Hände für. Als ich die Löcher gesehen habe, habe ich gedacht, das machen die hier über diese Pins. Nee, das wird über diese Noppen gemacht. Diese Verbindung halte ich persönlich für nicht die stabilste Art und Weise, etwas zu verbinden. Ist aber nicht weiter schlimm, weil das wird oben drüber gleich verbunden und das kriegt dann oben drüber die Stabilität. So, das ist dieser Heckbereich und da hoffe ich, dass das Dach später Stabilität gibt. Dieser ganze Kram hält oben durch eine Noppe und nur dadurch, dass er da aufliegt, auf der Seite genauso. Das ganze Gestell, was man baut, hält hier auf 2 Noppen. Also das ist ein bisschen filigran. Ich hoffe, dass da gleich noch durch ein Dach oder irgendwas Stabilität kommt. Und ich würde das total toll finden, wenn in einem der nächsten Bauschritte hier erstmal was hinkommt, was das miteinander verbindet. Also da ein bisschen vorsichtig sein und tief durchatmen, wenn euch das Ding mal auseinanderbröselt. Ist mir eben gerade ein paar Mal passiert. So, Bauschritt 41. Ich hoffe mal, dass dieser Zustand so nicht anhält. Aber eigentlich auch logisch, was passiert ist. Also ich habe einen Vorderwagen und ich habe einen Hinterwagen. Die halten an dieser Stelle jeweils nur durch diese eine Noppenreihe. Jetzt kommt da oben der so ein Sechser drauf und der macht natürlich das, was er soll, der hält. Aber der bringt Spannung in diesen Bereich rein. Das heißt, ich habe im Moment eine Banane. Wenn das jetzt mein erster Bausatz wäre, den ich von Bluebricks baue, dann würde ich erstmal in einen fortgeschrittenen Panikanfall verfallen. Aber ich habe schon das eine oder andere Modell von Bluebricks gebaut. Da hatte ich zwischendurch genau diesen Zustand, den ich jetzt habe, eine Banane. Und als ich irgendwann fertig war, hat sich das durch die weiteren Stufen dann irgendwie wieder gerade gezogen. Ich hoffe, dass das hier auch passiert. Ansonsten ist das eine mittelschwere Katastrophe. Also das sieht echt übel aus im Moment. Bauschritt 46 und 47. Jetzt wollen wir sogar echt, dass man ein bisschen mitdenkt. Das Teil habe ich im Bauschritt 45 da reingebaut. Im Bauschritt 46 verbaue ich das Teil, sehe aber auf dieser Bauanleitung überhaupt nicht, wo ich das hinmachen soll. Das ergibt sich aber im Bauschritt 47, der auf derselben Seite ist, weil ich 2 Räder anbringen soll, nämlich eins links und eins rechts. Und rechts kann das logischerweise nur halten, wenn der da reinkommt. Also die Bauanleitung ist einfach. Aber nicht watschen einfach. Also man muss schon ein bisschen mitdenken, sonst wird da nichts von. So, 71 Bauschritte haben wir gemacht. Ein bisschen Gemüse ist übergeblieben. Nichts ist zu viel. Die Klemmkraft der Steine ist sehr, sehr gut. Ja, kommen wir zum Modell. Von vorne. Von vorne sieht sie aus wie eine Köff und gefällt mir sehr gut. Von oben auch. Schnell drehen. Auch von hinten. Eine Köff, total toll. Und nun ist es vollkommen egal, ob wir die linke oder die rechte Seite nehmen. Die sind ja beide baugleich. Das ist die Köff von der Seite. Wenn ich die so filme, gefällt es mir auch noch gut. Aber wenn ich so runtergehe, kann man das ganz deutlich sehen. Also von ganz unten irgendwie so. Das Ding ist eine Banane geworden. Die ist richtig krumm. Das Problem ist, dass die hier an der Seite im Grunde genommen, der Vorder- und der Hinterteil, ne, der Vorder- und der Hinterteil wird mit 4 Noppen in der Mitte zusammengehalten und dann ist von oben eine Lage,
wo die miteinander behält. Das heißt, das Ding hat von unten kein Gegenhalt. Deswegen zieht sich der zusammen. Das hängt, vermute ich mal, erstmal logischerweise mit der Konstruktion zusammen, aber auch mit der Klemmkraft der Steine. Wie hätte man das anders machen können? Man hätte die Konstruktion nicht mit diesen Noppendingern da aneinander, sondern wirklich mit Technikpins, wenn der Vorder- und Hinterteil zusammengetackt wäre irgendwie. Dann wäre das gerade. Und jetzt kommt nicht auf die Idee, Michael, dann bau das doch um. Nee. Ich habe die Teile auch nicht immer unbedingt vorrätig und ich finde, das sollte konstruktiv so gelöst sein, dass man am Ende eine Köf hat, die nicht aussieht wie eine Banane. Also meins ist keine Köf 1, sondern meins ist eine Köf 1 Banane oder eine Bananenköf. So sieht man das fast noch schlimmer. Man hätte vielleicht, aber das geht leider nicht, wenn von unten noch eine schöne lange Plate unter wäre, würde das mit Sicherheit auch sich wieder gerade ziehen. Aber wenn ich das mache, dann ist wieder der Abstand zu gering, den das Ding zu den Gleisen hat, höchstwahrscheinlich. Also Fazit. Im Grunde genommen hätte das eine richtig tolle Lok sein können. Ich finde, sie sieht in der Größe auch gut aus und sie ist auch wirklich gut getroffen. Das Problem ist halt konstruktiv. Man hätte entweder nicht dieses mit, ich baue einen Vorder- und einen Hinterteil und baue das irgendwie zusammen, sondern in eins gerade durchbauen sollen. Oder aber konstruktiv irgendwie anders lösen sollen. Insofern, ja, was ich Bluebricks zwischendurch gelobt habe, muss ich sagen, so zum Fazit hin, ne, das sind aber definitiv wieder Abzüge in der B-Note. Ja, also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Michaels Welt.